Hey Leute, willkommen zurück bei einem neuen Race und mit dabei sind nicht nur Grants und Frank, Jo. Hi. sondern auch noch ein ja, Special Guest, können wir sagen, und zwar die Tyska. Hallöchen. Echt geschaltet aus Schweden. Ja, keine Kosten und Mühen gescheut, um Special Genau. Guests zu kriegen. Special Guest vor allen Dingen, ja. Extra eingeflogen, ne? Ja. Ja. Mit Katze. Und wir wollen heute ein Race veranstalten, und zwar wer am meisten ja, Tiere anleinen kann Genau, per aber Leine. unterschiedliche. Und das, genau, unterschiedliche ist wichtig, wobei das zählt, dass auch unterschiedliche Schafarten als was unterschiedliches zählen. Sonst es zählt nicht, wenn man irgendwie drei Kühe ranmacht, auch wenn sie unterschiedliche Flecken vielleicht durch das Texture Pack haben. Kuh bleibt Kuh. Gut, wir fangen einfach mit den Seeds an und ich würde sagen, ja, Grants, fang du an, Ja, lass damit doch unser Tüsker. Gast anfangen, oder? Ja, ich dachte mir, damit sie ungefähr mitbekommt, wie es Ach so, losgeht. ja, okay, dann mache ich SWE. SWE? Nee, oder? Na klar, kannst du auch Das fortsetzen. waren voll meine Buchstaben. Was soll das denn? keine So, Ahnung. genau, Tüsker. HYU. HYU. Frank. KKK. Oh KK. oh, das gibt wieder Hater-Kommentare. Und ich würde sagen 030. 030, oh Okay. Gott, das wäre eine Zahl. So. 030, okay. Neue Welt erstellen. Alles andere bleibt gleich, oder? Ja, Ja, es genau. bleibt auf Ja. Standard. Keine Hilfskiste oder so. So, und als erstes gehen wir alle auf Escape, wenn die Welt geladen ist, damit Frank seine Welt in Ruhe nachladen kann. Und Was? dass wir Warum alle. immer ich? Und damit wir auch zeigen können hier den Leuten, dass wir gerade Schwierigkeitsgrad auf schwer eingeschaltet haben, was auch, also was für uns Standard ist. Normal ist es ja nicht. Ah. Ja. So, ja, also meine Super. Welt ist geladen. Ich bin im Dschungel halt. Auf dem Ja, ich Dorf. auch. Gut, dann haben wir immerhin schon mal die Dschungel? gleiche Welt. Ja, Dschungel? Dschungel. Dschungel? Nee, ich bin. Dann bin ich in der falschen Welt. Okay, warte. Oder ich guck mal kurz um. Nee, bei mir sind ganz viele normale Bäume und dann noch Birkenbäume. Okay. Okay. Okay, dann Und da sonst. ist. Oh, okay. Und da ist hinten. Nein, nee, das ist nicht in der gleichen Okay, Welt. dann erstell noch mal neu schnell. Gut, ich bin im Dschungel gelandet, werde mal kurz wieder zeigen, auf schwer geschaltet. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch mal kurz eine Einleitung machen? Von mir aus kannst du loslegen einfach. Also ich hau den Timer dann rein und dann geht's los. Ja, wegen. Na gut, da werde ich wahrscheinlich kurz einen Black Screen oder sowas machen. Ach nee, lass mal kurz nochmal neu mit dem Ansage machen. Gut. Ich weiß, so, wirkt Hast du die total Aufnahme professionell. abgebrochen oder wie? Nee, nee, habe ich nicht abgebrochen, allerdings die ganzen Sachen jetzt so zwischendurch war nicht gerade so toll. Egal, ich lasse das. Bah, da muss ich alles schneiden. Ich schneide hier gar nichts, ey. Scheiß noch da Ja unten gut, dann drauf. schneide ich auch nicht, wenn ihr das wollt. Okay, dann sagen wir Und los, oder was? bei demografischen Entscheidungen, nein, demokratischen, demografisch, was war denn das? Ja, dann in 3, 2, 1, los. Boah, da wäre ich fast jetzt zurück ins Hauptmenü gegangen. Ich wäre fast da erstmal vom Baum gefallen. Oh. Eieiei. Im Dschungel, ja, schade, dass wir nicht doch die Katzen-Challenge gemacht haben. Dann hätten wir jetzt schon mal gute Chancen. Ja, Ja, ist ein Teil davon, oder? stimmt, könnte man ja. könnte man machen. Ich würde Auch Hunde zumindest schon und mal Katze schauen. zählen nicht, oder wie? Doch, 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 doch. doch. Okay. Gut, gut. Es würde sogar zählen, wenn du einen Ozelot und eine Katze hast. Das wären ja zwei unterschiedliche Tiere. Okay. Zählt dann Wolf und gezähmter Hund auch als einzelnes Tier? Ja, würde Genau. ich sagen dann, ja. Genau. Ja, okay. So, ich habe Wie schon gut, mal dass wir Schach. uns vorher drauf geeinigt haben. So Ja, läuft das immer. ich dachte, ich würde uns verstehen, oder? Die werden ja am Wiki auch als unterschiedliche Tierarten bezeichnet. Okay. Ach, von mir Das darfst wusste du ich eh noch nichts gar nicht. erwarten bei Minecraft, obwohl ich halt hier immer noch die meisten Siege. Ich habe einen Ruf zu Hast so verteidigen. viele Schafe hier. Das nervt. Aha, ich habe Kakao. Ja, wieso? Teaser. Schafe sind doch ideal. Ja, aber ich brauche doch erstmal Slime, Da Boris. gehe Was ich bringt dir direkt Schafe? nämlich eher auf die Farbchallenge und hole mir nur Schafe. Wahrscheinlich das Intelligenteste, oder? Schafe ranholen, die alle färben irgendwie. Ja, aber wie Ich lange weiß willst du die nicht. Schafe parallel halten, bis du zum Sumpf kommst? Weiß ich nicht. Aber es gibt so unterschiedliche Farben, das gibt einfach Punkte. Oh, Katze, 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 Punkte, Punkte, Punkte. Katze, komm her. Katze. Redest du jetzt mit der Minecraft-Katze oder mit deiner Katze? Nee, mit Minecraft-Katze. Ich höre Bah. immer nur so einen Schreckensschrei von der Katze im Hintergrund. Also. Es Es ist doch komplexer, als man vielleicht erst dachte, oder? Jetzt, wenn Ja, wir weil ich erstmal aus dem Slimes Dschungel meinst. raus müssen.
Ich mache erstmal wie immer meine Ausrüstung. Das war halt meine Befürchtung, dass wir mit einer Dreiviertelstunde nicht auskommen. Aber ich sag mal, notfalls kann man ja noch verlängern. Ja, es ist ja eine Challenge, oder? Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand alle kriegt, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, es geht nur darum, wer dann der Beste ist sozusagen nachher. Okay. Also wenn du nur ein Schaf hast und von uns hast und wir keiner, nichts. Dann hast du gewonnen. Oh, hier ist auch eine Katze. Ich habe hier noch nicht ein Vieh gesehen, das gibt's doch nicht. Miau. Nicht ein Vieh? Nee. Nicht ein Schaf, nicht eine Katze, gar nichts. Ja, das ist immer das Lustige, weil meistens gehen wirklich alle irgendwie in andere Richtungen. Oh, ich sehe hier nur wieder einen Creeper, ey, Prost, Mahlzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu clever ist, wenn ich in diesen Gebirge reingehe. Naja. Verzieh dich, ey. Ich würde mal gern jetzt aus dem Dschungel raus, ich habe lange noch keine Lust mehr hier. Das ging ja schnell. Kein Bock mehr auf Dschungel, ich kündige. Gott. Okay. Ich bin gespannt, ob wieder jemand stirbt. Ja, wenn, dann müssen wir wieder. Da, jawohl, nicht liegen lassen. Eigentlich dürfte ich gar nicht so eine Ultra-Hardcore-Challenge mitmachen. Das wäre ja dann zu einfach für die Konkurrenz. Ach stimmt. Ach, Tyska, hast du den zweiten Part dir auch noch zufälligerweise angeschaut von der Challenge? Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe die erste zwei gesehen, aber den zweiten Teil noch nicht. Also keine Spoilers, bitte. Okay. Oh nein, da sind ja Gegner. Nein, da gehe ich nicht hin. Gegner? Aber kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Planung mit dem nächsten Ultra-Hardcore-Event aussieht? Also, da kann ich leider noch gar nichts plaudern. Ah. Darfst du nicht. Boah, was ist das für eine Scheißwelt? Habt ihr denn, schon mal als Spoiler für alle hier, habt ihr denn irgendeiner schon einen Sumpf gefunden oder einen Slime? Nein. Nix. Nö. Wie schnell soll man denn bitte den Slime finden? Nee. Ich weiß nicht. Deswegen, also teilweise habe ich so ewig gebraucht, manchmal, bis ich überhaupt einen Slime irgendwo gefunden habe. Ach, was mache ich denn jetzt? Tue ich hier mitten auf dem Weg auf einmal meine Dingens hin. So, ich gehe es mal ein bisschen ungeplant, aber vielleicht dadurch ein bisschen ruhiger an heute. Ja, ich bin irgendwie total bekloppt gerade, wie ich hier rumrenne. Weiß auch nicht. Extreme Hills, na toll. Das ist so, wir haben jetzt fast ungefähr so 5 Minuten haben wir rum. Ja, Mensch. Sind da schon richtig weit gekommen, ja? Ja. Oha, ich habe immerhin endlich was zu essen gefunden. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin in den Hund gefallen. Wohin gefallen? In so ein Loch und da war ein Creeper. Bist du tot oder was? Ich weiß aber nicht, wie ich hier rauskommen soll. Achso, nochmal für dich. Creeper kann man nicht anleihen, falls du es nicht mitbekommen hast. Achso, deswegen fail ich hier die ganze Zeit. Ja toll, jetzt bin ich ja so gut wie tot. Ich wollte nur zu den Rindern rennen. Du hast doch was zu essen gefunden, hast du gerade ganz groß erzählt. Noch töten. Und dann bin ich ins Loch gefallen kurz vorher. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass wir gar nicht auf dem gleichen Server oder so spielen, sondern dass wir alle... Stimmt ja für deine Leute, für dein Publikum. Ja, die das vielleicht noch gar nicht wissen. Sondern jeder spielt in seiner eigenen Singleplayer-Welt. Genau. Deswegen, ich habe gerade ganz eifrig auf Tab gedrückt, um zu gucken, wie viel Leben du hast, aber ich habe irgendwie nichts gesehen. Immer diese Angriffe. Das ist Ultra-Hardcore schon im Blut drin. Total, ja. Wenn mir ist irgendwas despawned hier. Hä? Das mit dem Sumpf wird echt interessant, du. Hier gibt es irgendwie alles, aber kein Sumpf. Oh, ich habe Pferde gefunden. Pferde? Oh. Das haben wir auch noch nie auf dem Server gefunden, insofern. Obwohl, doch, Frank war jetzt neulich wieder drauf gewesen, habe ich gesehen. Das sieht gut aus. Nein, der Frank hat einen Sumpf gefunden. Server gefunden. Hat einen Server gefunden. Frank hat einen Reifen verloren. You get an achievement. Server gefunden. Ach, das ist nur eine braune Kuh. Ich dachte gerade, ich hätte eine Pilzkuh gefunden. Ja, das wäre so. Ich habe noch nie eine Pilzkuh gefunden. Jetzt wird Frank angerufen, wenn. Ja. Mir kam ja, das hört er dann. Mein Telefon ist ziemlich laut. Wir haben gerade so ein... dieses Geräusch, deswegen. Ja. Das ist immer dein Handy, Frank. Immer dein Handy. Ja. Wie ist denn das ich habe mein Handy gerade gar nicht hier liegen. Ich habe nur mein Festnetz hier. Ach, wie süß. So. Wie ist denn das mit Pferden? Die haben ja auch unterschiedliche Farben. Es gibt auch Esel und Maultiere und sowas. Ja, das kannst du machen. Esel, Maultier und Pferd. Das sind 3 unterschiedliche Sachen. Okay, aber ein Pferd, also Pferd, das zählt nicht, dass die unterschiedliche Farben haben zum Beispiel. Nein. Okay. Gut. Das ist dann doch nochmal ein Unterschied.
Scheiße. Also kein Unterschied, oder kein Unterschied in dem Fall, ja. Nein, aber Pferde, ja. Nee. Auch wenn die, das ist ja nichts Besonderes. Dem stimme bunte, ich zu. Bunte Schafe sind was Besonderes. Hast du schon mal ein rosa Schaf auf der Weide gesehen? Nein, weil sie was Besonderes darstellen. Was ich denn jetzt? Warum habe ich so eine abgefahrenen, extremen Gebirge hier? Ja, habe ich auch. Schwebenden, riesengroßen Blöcken, wo ich mich frage, echt, wo die herkommen. Ihr seid alle in die falsche Richtung gegangen, habe ich so das Gefühl. Vor allem jetzt wollte ich hier gerade Kohle abbauen. Was ist denn los mit mir? Nein, dass der Frank jetzt schon einen Sumpf hat. Ja, aber ich habe noch keine Slimes. Echt jetzt? Verdammt, ja, Angst. Ja. Echt, Frank hat schon einen Sumpf? Ja, klar. Das ja. Heißt, du musstest doch langsam raushören können, wenn Frank irgendwas gefunden hat. Der Samt. Ich bin immer noch wieder überrascht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Weil du mal denkst, du bist der Erste dann. Aber Sümpfe sind doch so oft immer hier in Minecraft. Also mir kommt es immer so vor, als würde ich alles, jedes zweite Biom, was ich finde, ist ein Sumpf. Ja, klar, wenn du es nicht brauchst. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Spawnen Slimes eigentlich auch tagsüber oder nur nachts? Nee, nur nachts. Nur nachts, ach Gott, Stinker. Außer, oder? Keine Ahnung, im Untergrund, ich weiß es nicht. Im Untergrund können sie auch tagsüber spawnen, ist klar, aber ja, die bleiben tagsüber, sie verschwinden tagsüber nicht, wenn du hier bleibst von dem. Ah, okay. So, stimmt. 8 Minuten sind übrigens um. Ah, okay, ich habe auch einen Sumpf gefunden. Sehr schön. Toll. So, ich werde mir jetzt erstmal die Ausrüstung ran. Ich glaube, ich habe jede Sorte Tier bisher schon gesehen, aber noch nicht einen verkackten Sumpf oder so. Sogar den Enderdrachen, sogar den Enderdrachen. Ja, ist voll kein den Tier. Enderdrachen habe ich schon an der Leine. Ja, voll, das wäre geil. Das würde auch geil aussehen, vor allem wahrscheinlich. Daneben der Wither-Skelett. Ah, jetzt habe ich auch Enten gesehen, aber was bringt's? Gar nichts. Enten? Ja, aber Enten ist kein... Ist ja oder bloß, Hühner halt, meine ich. Sorry, ich hab Misa. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Das ist ja bloß aufgrund deiner Mod. So, dann wollen wir uns hier mal einrichten. Jetzt baut Frank wieder eine Basis. Ja, ja, ich werde auch gleich was in ein Haus bauen. Ich kämpfe nicht hier nackig, ohne jede Ausrüstung gegen Monster da draußen. Dann sterbe ich nachher noch und dann muss ich ihn so wiederfinden. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee, nur... Erstmal so finden, ne? Ja, erstmal so finden. Wir auch ein bisschen Wolle dafür holen sollen. Verdammt. Wohl, wie viel seid ihr? 1, 2, 3. Verdammt, einer von euch müsste ich anleihen. Ach, ihr seid 4. Yes. Auf einmal sind es 4. Ja, die hingen ineinander. Ich weiß nicht, was die Schafe wieder gemacht haben, aber sie hingen ineinander. Ja, jetzt wird es hier richtig dunkel und immer noch kein Sumpf, ey. Ich weiß nicht, wie ich das jedes Mal wieder aufs Neue schaffe, aber ich verlaufe mich jedes Mal in einem dämlichen Schneebiom. Ein Schneebiom hast du das, sogar schon? Ich habe das Gefühl, dass die immer, immer größer werden, sobald man da reinläuft. Du kommst nie wieder raus. Das Bermuda-Schneebiom. Ja, so ungefähr. Ach nö, jetzt spawnen hier schon die ersten Gegner. Aber ich glaube, da hinten ist ein Sumpf. Nee. Ach Leute, hört auf. Wow, eine Spinne. Ah, muss ich auch töten. Ja, die kannst du auch nicht anleihen. Nee, aber für die Leine. Kannst du nicht anleihen. Da hinten ist noch eine, sehr schön. Er wird es bestimmt probieren, deswegen habe ich es gesagt. Komm her. Wie mir heute geholfen, wie es einfach zuvorkommt. So. Dann wollen wir gleich mal rausgehen, Monster. Ja, gibt es im Sumpf so eine kleine Schinder, wie von Diablo 2? Hier ist so ein kleiner Schinder, so. Meinst du ein Zombie? Du meinst ein Baby-Zombie. Ah, okay. Was ist das denn für einer? Diese neue, wa? Relativ. Na, seitdem die Dorfbewohner Zombies werden konnten, haben sich die Entwickler gedacht, ach, wir können auch die Kinder von den Dorfbewohnern Zombies werden lassen. Ach so, dann ist hier ein Dorf in der Nähe, oder? Ich find's nicht so gut, dass jetzt Skelette kommen. Ich find die jetzt echt asozial seit dem nächsten Patch. Wenn ich da jetzt rausgehe, könnte es sein, dass mir direkt ein Creeper in den Rücken läuft. Ich rieche das schon so, aber ich muss da raus. Ich muss ja was machen die Nacht. Oh, Hauptsache die ganzen Zombies locken sich alle gegenseitig an und ich habe hier ja, so ein Zombie-Massaker bei mir. Das meinte ich ja damit. Meine Frage Überblick. Ist, Tyska, kann man eigentlich an einer Leine mehrere Tiere ranmachen? Nee. Oder geht das nicht?
Das habe ich jetzt sie, ich nee, hab sie kannst, gefragt. Du kannst pro Tier nur eine Leine benutzen. Du kannst aber mehrere Tiere halt an der Hand Allein. Halten. Genau. An der Hand, ach so. Ich dachte, du könntest so theoretisch, glaube ich, zwei. Ja, ich habe einen Slime gefunden. Nein. What? Bei mir ist kein einziger Gegner überhaupt in der Nähe ja, gerade. Zwei Slimes. Ach. Geil. Ach mein Gott, ich bin zwar die ganze Zeit im Sumpf, aber hier spawnen nur Skelette oder Zombies oder Creepers. Oh, bei mir spawnt gar nichts. Ja, bei mir sind auch schon mega viele Creeper gespawnt. Oh, oh nein, einer verfolgt mich. Oh ja, töte ihn. Oh Gott, als hätte der ein Problem mit Creeper. Ich bin auch der Meinung, dass mittlerweile die Creeper eigentlich übersichtlich sind. Also ich finde zum Beispiel die Zombies mittlerweile unerträglich. Ich höre doch einen Slime. Ja gut, wow. Die Creeper sind halt nur gemein, wenn die dich wirklich so flankieren oder so. Moment mal, ich glaube, hier ist unterirdisch was. Slime Balls, yes. Shit. Aber ich habe nur drei Spinnseide bisher. Wo bleibt die Spinnchen? Was ist das denn da? Die sind unter Wasser gespawnt, die Slimes. Ja, ich sehe da auch, glaube ich, auch einen im Wasser. Lol. Ja, die ersaufen dann irgendwann, ne? Ich tauche doch nicht mit Zombies über meinem Kopf. Ich greife dich nicht an, dann kommen nämlich deine Freunde. Voll, jetzt ertrinke ich auch noch. Da hinten ist noch ein Slime, sonst nehme ich den erstmal. Oder? Was ist das? Ich habe doch einen gehört. Ist F3 benutzen erlaubt? Nein. Okay, habe ich nicht gemacht gerade oder so. Nein, ich hatte F3 die ganze Zeit aus Versehen an. Echt? Nein, das wolltest du nicht. Das war die Anfang, das wusste sie aber nicht. Das war ja die Anfang. Ich auch nicht, haben wir doch noch gesagt, was für Regeln wir machen. Naja, aber F3 war schon immer als nicht erlaubt. Echt? Ja. Da hinten. Cheater. Da hinten. Da ist einer. Da ist er. Wo sind denn meine Slimes hin? Ja. Ach, jetzt, scheiß Bursch. Die hast du getötet, Patrick. Nein. Nee, hab ich noch nicht. Okay. Weil so viele Gegner sind. Da, Spinne. Wie die Zombies mir immer folgen, ne? Die sind süß. Ach, toll. Oh, ich habe auch einen Oktopus gefunden. Den könnte ich auch anleihen. Oktopus? So. Wenn er nicht sterben würde dabei. Ja klar, jetzt habe ich schon drei Zombies im Schlepptau. Das wird noch lustig. Ist bei euch auch die Wüste genau nebenan eigentlich? Ich weiß es nicht. Bei mir sind auch noch mega viele Gegner gerade, voll nervig. Bei mir ist rechts eine Wüste vom Sumpf. Ja, dann haben wir wahrscheinlich die gleiche. Bei mir ist Eis neben und ein Gebirge. Ich habe jetzt schon vier Zombies, es werden immer mehr Leute. Oh Gott, ja, ich glaube, ich sterbe jetzt eh. Warte, wie viele Slimes sind denn jetzt da? Scheiße. Scheiße, ja, ich bin tot. Gut. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rein ins Haus. Übrigens jetzt 15 Minuten ungefähr. Oh ja, ich kann schlafen. Das Publikum wird immer wilder hier. Schlafen ist erlaubt, ja? Na klar. Ja, okay. Schlafen ist erlaubt. Ne, geh weg. Heißt, die Zombies und die Skelette und all das Nervige stirbt, aber die Slimes bleiben noch am Leben. Oh nein, ein Kinderzombie ohne Kopf. Kinderzombie? Ohne Kopf. Bist du brutal. Da hinten jetzt. Oh Gott, Skelett, lass mich. Ich will doch nur ja, ins genau. Biom. Also so langsam, ne? Jetzt wird's langsam eng hier. Ich müsste jetzt in meine Hütte. Oh Gott. Stirb, Frank. Nee. Spinne, komm her. Scheiße, ich bin echt, ich bin so selten gestorben, jetzt sterbe ich, was soll das?